Hallo zusammen, in diesem kurzen Video geht es darum, wie du den Fokus wieder zurücknehmen kannst auf dich und den Verstand damit in Ruhe bringst, weil nur der Verstand dich zum Leiden bringt. Und dazu gibt es eben viele Methoden. Im Moment ist es im Außen sehr, sehr umtriebig. Viele Dinge passieren. In den Nachrichten kommen nur noch negative Nachrichten wie Krieg und Umweltkatastrophen. Und das beeinflusst uns natürlich als Mensch und zieht uns Energie, wenn wir immer nur da unseren Fokus drauflegen. Und die Kunst ist es ja, aus dem Leiden rauszukommen in den inneren Kern, in unsere innere Mitte, in unser wahres Selbst, was wir wirklich sind. Aber da kommen wir nicht hin, wenn wir ständig im Verstand sind, sondern da müssen wir eher werden wie Babys oder wie Hunde zum Beispiel, die einfach präsent sind in diesem Moment. Und wir sind gar nicht mehr so bewusst auf das, was hier passiert, auf das, was wir fühlen, auf das, was in diesem Moment gerade da ist, weil wir einfach im Hamsterrad sind, weil wir immer am Tun sind, weil wir immer mit dem Fokus im Außen sind. Und von daher ist die Kunst, um wieder wirklich in unsere innere Mitte zu kommen, raus aus der Angst, raus aus der Depression, raus aus dem Hamsterrad, Techniken anzuwenden, die wieder Klarheit bringen, die den Verstand zur Ruhe bringen, die das Bewusstsein wieder klar nach innen fokussieren. Und Techniken, die dazu gut sind, sind vielfältig. Alles, was ins Hier und Jetzt führt, sind zum Beispiel lange Waldspaziergänge, Yoga, Tai Chi, Qigong, vor allem Meditation. Meditation bringt den Geist zur Ruhe, damit uns überhaupt bewusst ist, was gerade da ist, welche Gefühle gerade da sind, welche Gedanken gerade präsent sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Weiterhin Methoden, die mit Stille zu tun haben. Ich bin oft in Costa Rica 10 Tage im Dschungel, ohne ein Wort zu sprechen, absolute Stille. Außer die Brüllaffen und die Papageien hört man nicht viel und wird plötzlich jeden Tag ruhiger, jeden Tag weniger Gedanken. Die Gedanken gehen von 60.000 auf 40.000, auf 10.000, auf 5.000 und plötzlich spürt man richtig und erkennt man richtig, was da ist. Wir haben so viele unterbewusste Gedanken, die kommen und gehen, die uns beeinflussen. Und die werden plötzlich präsent auf dem Silbertablett serviert. Wow, das denke ich, wow. Ah, das ist im Unterbewusstsein, wow. Und dann kann ich damit arbeiten, wenn ich bewusst bin. Und hafte auch nicht mehr an diese Gedanken. Dann sehe ich, dass die Gedanken kommen und wieder gehen. Bin aber präsent im reinen Gewahrsein und nehme einfach nur wahr, ohne zu bewerten. Und dann spüre ich, wow, da ist ein Gefühl, da ist eine Körperempfindung und bin präsent im Hier und Jetzt. Und dadurch kann es auch schmerzhaft sein. Da können tatsächlich auch Dinge hochkommen, die nicht angenehm sind. Aber die bleiben meistens nicht lange, weil ich mich nicht identifiziere mit den Gedanken, mit dem Verstand, sondern aus der Beobachterposition einfach nur präsent wahrnehme, was da ist. Just be. In diesem Moment, was ist da? Und das eröffnet einen neuen Raum, dass Dinge kommen und gehen, Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen kommen und gehen. Aber du wirst immer mehr erkennen, dass du das bist, was beobachtet, das, was gewahr ist von dem, was kommt und geht. Du bist nicht der Gedanke, du bist nicht das Gefühl, du bist nicht die Körperempfindung. Du nimmst es nur wahr. Und dieses Etwas, was wahrnimmt, ist dieses reine Bewusstsein, was man gar nicht in Worte beschreiben kann. Unmöglich.
Es ist nicht in Worte zu fassen, es ist nicht wirklich zu erklären. Aber es ist ein Zustand, in dem man reinrutschen kann, wenn man präsent ist, wenn man in Stille ist, wenn man im Hier und Jetzt ist. Und dazu lade ich dich einfach ein, immer mehr den ganzen Tag kleine Übungen durchzuführen, um präsenter zu werden. Eine schnelle Übung, die mir geholfen hat, war die Mikropause. Nur als Beispiel. Und bei der Mikropause habe ich mir 8-mal über das Handy einen Gong eingestellt. Der Gong kam und ich habe mich konditioniert. Ich habe die Schultern leicht zurück, weil ich oft am Schreibtisch, am Schreiben bin. Schulter zurück heißt, die Energie fließt besser. Leicht gelächelt, weil dann nach kurzer Zeit schon Serotonin, das Glückshormon, ausgeschüttet wird. Und tiefe Bauchatmung durchgeführt. Mit der tiefen Bauchatmung kommst du in den Entspannungsimpuls. Und dadurch wird dein Geist einfach ruhiger. Und du bist bewusster, präsenter. Und du kannst entscheiden, wo du dann den Fokus hinlegst. Auf die negativen Nachrichten oder auf ein neues Ich. Auf eine Vision von dir. Auf etwas Zukünftiges, was wirklich für dich stimmiger ist. Und heilsamer ist. Also erst zurück in die Stille, in die Präsenz und dann kannst du was Neues aufbauen, was für dich passt. Und das Ganze, diese Mikropause, Lächeln, Bauchatmung für circa 6 Atemzüge, 1 oder 2 Minuten, das reicht schon. Wenn du das mehrfach am Tag machst, 6 bis 8 Mal, verspreche ich dir, dass innerhalb von 4 Wochen dein Leben anders sein wird. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne zum Beispiel in der Heilmeditation mitmachen, die ich gerade mit 6.000 Menschen durchführe. Über meine Webseite direkt erreichbar, ist kostenfrei, weil wir uns da auch in Liebe und Mitgefühl verbinden, in einer großen Gruppe. Und auch da wird es genau um diesen Fokus gehen, um diese Präsenz, das Ende des Leidens. Namaste.